Ja, nee, die behalte ich mal. 9 Stück, 9 mm. Ach, was wollen wir die eigentlich haben? Keine Ahnung. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Wir haben aber kein 50er Kaliber. So, hast du Munition? 50er Kaliber, Panzerbüchsenmunition. Er hat 50er. Oh, Scheiße. Und alles Granaten hat er auch noch. Aha, die Ehre. So, dann zeigen wir noch mal hier. Ich will jetzt eine Panzerbüchse. Was hatten die Schaden? 81. Das Präzisionsgewehr hat einen Schaden von 33. Ja, ich glaube, da fällt die Wahl nicht schwer. 20, 8. Boah, natürlich wiegt das Teil auch mehr als genug. Aber Schaden 81, das ist auch schon awesome. Also, ja, komm, warum nicht? Wir sind ja nicht zum Knausern hier. So, da könnten wir uns. Ja, den da können wir uns nicht mehr leisten hier. Und wir brauchen sowieso noch Munition. Ha. 50er Kaliber. Dann schmeiß mal her hier. 50er Kaliber. MG, MG Brand. Und MG Panzerbrechend. Das Zeug ist auch nicht wenig wert. Gewicht 12, Gewicht 5, Gewicht 4. Da könnte man eigentlich doch schön durchwechseln. Je nachdem, was wir für ein Ziel haben. Das gefällt mir eh gut. Ha. So. Müssen wir ihm nochmal 1000 geben, aber ist mir egal. Da kann er dafür das Jagdgewehr haben. Das schenke ich dir. Sturmkarabiner. Was machen wir denn mit dem? Brauchen wir mal Munition dafür. So, ha. Ja, passt schon. Akzeptieren. Und verlassen. Auf Wiedersehen. Oh, meine Framerate geht gerade in den Keller. So, Gegenstände. So, gehen wir jetzt die Panzerbüchse. Yes. Awesome. Boah, das Teil wackelt ja rum. Hohoho. Das Teil wackelt hier rum. Was haben wir denn hier? Begleiterentlassungsterminal. Was soll denn der Scheiß? Alle Begleiter entlassen. Kapier ich zwar nicht, aber gut. Das ist mir sogar neu. Hätte ich vorher noch gar nie gesehen. So. Ich will das Teil jetzt ausprobieren. Moment, die Wie-Kammer, Munitionkammer. Konnte man denn Munition wechseln? Verdammt. Konnte man doch, wenn man auf 2 Munition wechseln. Ja. Geht aber irgendwie nicht. Nee, geht nicht. Keine Ahnung warum, aber egal. Ich will jetzt trotzdem irgendwas töten. Irgendwas will jetzt von mir getötet werden. Ach, da vorne haben wir wieder friedliche Einwohner. Wo sind denn die bösen Leute? Ein paar Händler. Hallo, brauchen Sie was? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Klar. Wenn wir schon dabei sind. Wenn wir sie gerade treffen.
Oh, was haben sie denn dabei? Eigentlich nichts, was man braucht. Was hast du noch? Ja, schauen wir mal. Nein, 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 Kleinkalibergewehr. Was soll ich denn mit einem Kleinkaliber? Ich laufe mit 50er Kaliber rum. So, Moment, jetzt mache ich mal noch mal kurz eine Reise. Und zwar. Nee, zum 188er, genau. Die haben ja auch noch ein bisschen Zeug. Rumfliegen. Da schauen wir mal rein. So, hallo 188er. Handelsposten. Und hopp. Hopp. Hey du Vogel. Sie ist auch einer von den Beatles. Nerven Sie immer noch hier rum? Natürlich. So. Schauen Sie mal ein Angebot. Was hat denn er überhaupt? Dienstgewehr, wir brauchen Dienstgewehr, Kleinkalibergewehr, schallgedämpfte 22er, du hast eine Scheiße, hast du. Das ist ja alles Müll. Na gut, aber wenn ich die andere Munition sowieso nicht verwenden kann, dann kann ich sie ihm auch gleich wieder verkaufen hier. Eigentlich, so die Brand. Und die Panzerbrechende, schade eigentlich. Gib mir dafür die normale. So, das passt dann. Danke. So, Zeit, dass ich gehe. So. Jetzt ist die Frage. So, F5. Wo waren wir denn eigentlich noch nicht? Ha. Beziehungsweise, wo müssen wir denn eigentlich hin? Schauen wir denn einmal nach. Alle Menschen werden Brüder. Nee. Untersuchen Sie die Mitternachtsshow am Mojave Drive-In. Das ist, glaube ich, hier. Wo sind wir denn hier? Ah, das dürfte Old World Blue sein. Gut. Dann reisen wir mal kurz nach. Ach, da haben wir viel. Ha? Da fliege ich jetzt mal hin. Nach Novak. Da können wir nämlich da mal abladen gehen, unser Zeug. Können wir den Buden wieder mitnehmen. Und dazu zusätzlich können wir dann noch die Panzerbüchse mal schön ausprobieren gehen. Grasbüschel. So. Dann schauen wir hier mal rauf. Schmeißen wir mal das Zeug in die Kiste. So, öffnen Safe. Was haben wir denn da? Unser Goldbarren. So, Truhe. Und. Ach, da haben wir noch ein paar schöne Dinger drin. Das ist ja sehr schön. So, da haben wir hier noch ein Jagdgewehr. So, dann schmeißen wir hier mal rein. Impulsminen haben wir da noch. Die werden wir dann noch brauchen. So, dann lasse ich jetzt mal. Was lasse ich denn hier? Ich lasse das hier, ich lasse das hier, ich lasse die Plasmagranate, die Plasmaminen lasse ich mal hier, den Sturmkarabiner. Lass ich mal hier, habe ich hier keine Munition. So, dann haben wir noch das Hologewehr für Nahkampf, die Panzerbüchse für Fernkampf und für ganz nahe Nahkampf haben wir noch das Teil. Und warum sind wir so schwer? Ach, wegen der Munition. Ahaha, super. Ja, dann kann ich die eigentlich mal wegschmeißen. 357er kann ich weg. Das kann weg. Das kann weg. Oh, 10mm. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Ja, schauen wir mal, wie das Gewicht hintergeht.
war gerade mal noch bei. So, haben wir da noch 50er Kaliber Muni rumliegen? 50er? 50er? Nix. Gar nix. Schade. Okay. Verlassen. So, wunderbar. Hüpp. Schön peichern. Der wackelt aber auch mit dem Teil rum. So, was haben wir denn da? Irgendwo hier müsst gleich... Müsst da nicht irgendwo ein Zombie rumstehen? Oder haben wir den damals schon umgenietet? Hey, was ist denn eigentlich mit dir? Ja, ich weiß, dass der da rumsteht. Ah, die Mission könnten wir mal machen mit dem. Das könnten wir mal machen. Wenn wir direkt da vor der Haustür stehen. Hallo. Alles klar bei Ihnen? Natürlich, hab 50er Kaliber. So, was treiben Sie hier? Oh, ich kümmere mich um meine Ranch. Mehr nicht. Reden Sie mal mit Alice. Ich komme nicht viel rum. Macht doch nix. Also, hopp. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, Alice im Wunderland. Was treibt Sie hierher? Ja, Let's Plays treiben mich hierher, aber nicht so schlimm. So, ich wollte Sie nur Wir haben diese Ranch vor Jahren gebaut, als Nuwak gerade erst besiedelt wurde. Aber wegen der ganzen Schäden an der I-15 kommen immer mehr Leute hier vorbei. Nuwak könnte das nächste heiße Pflaster Nevadas werden. Ja, ist doch wunderbar. So, was halten Sie von den Menschen? Ach, wir bleiben gerne unter uns. Sind nicht zu neugierig. Jeannie May stört es, dass wir nicht viel unter Leuten sind, aber so sind wir eben. Wir wissen schon zu schätzen, was sie tut, die Verwaltung der Stadt und so. Aber sie würde es wohl trotzdem so empfinden. Gibt aber auch niemanden, bei dem man hier allzu neugierig sein könnte. Letzte Woche schlich dieser No-Bark in unserem Garten herum. Ich dachte, er wäre der Kuhmörder. Wollte ihm gerade eins mit der Peitsche verpassen, als ich ihn erkannte. Er ist harmlos. Ein Teil von mir wünscht sich, die Welt durch seine Augen zu sehen. Voller Mysterien. So, wo hat er seinen Namen her? Ich bin nicht sicher, wer damit angefangen hat. Es war zwar kein netter Name, aber er nahm ihn selber an und wir anderen taten das dann auch. Ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt. Auf jeden Fall rührt es wohl daher, dass nicht alle seine Hunde bellen, wie man so sagt. Bei ihm barken also bellen wohl gar keine Hunde. Ja, wunderbar. So, wo können wir denn hier? So können wir die Mission nicht annehmen. Kapiere ich zwar jetzt nicht, aber gut. Hier leben ja noch alle Kühe. Oder müssen wir da erstmal eine Nacht hier bleiben? Das könnte natürlich auch gut sein, aber wurscht. Hey, hi, was kann ich für Sie tun? Ich bin verletzt. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Tschüss. Tschüss. Ich will etwas töten. Das will ich. So, dann gehen wir mal da rauf. Oh, hier ist ein bisschen Strahlung. Vom toten Strahlenzombie. Teufel, der wackelt so rum hier. Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein kritischer Angriff. Ha.